Skorpis, Namaste, Janine hier. Schön, dass ihr da seid. Skorpis, in der Medi gerade habe ich eine Reisegruppe aufgenommen. Zuerst habe ich gemerkt, wie meine Kiefern sich verspannen. Richtig, richtig verspannen. Also, dass ich auch viel in der Kopfebene bin. Ist bei euch Wasserzeichen generell gerade sehr präsent, was ich jetzt merke durch die Readings. Ihr seid einfach sehr gefühlsstarke Zeichen, ja? Ihr Wasserzeichen. Und ihr fühlt natürlich auch sehr stark. Dann habe ich erstmal ruhig geatmet und geschaut, was passiert mit meinem Körper, wenn ich einfach in die Atmung wieder gehe. Ähnlich wie bei den Fischlis. Und das war super schön. Also zuerst hatte ich so diese männliche Energie, machen, machen, machen. Und ich gehe ja jetzt gerade auf, was ist im Juli? Was möchte im Juli bei euch kommen? Und das war tatsächlich, das Bild war von innen, als würde es außen ein bisschen zerbröckeln, also diese innere Angespanntheit, auch diese Krusten. Und dann kam ein total schönes Wesen voller Licht. Wirklich, anders kann ich das nicht sagen, genauso habe ich das nämlich gesehen. Ganz weich, ganz sanftmütig, voller Liebe, also ich war total begeistert, hatte ich so noch nicht in der Form. Ja, was ich aber gemerkt habe, ist, dass es erst passiert ist, indem ich es annehme. Also ich habe einfach nur beobachtet, wie stark, wie viel Härte ich in mir habe und gesehen, okay, ja, was passiert aber, wenn ich das jetzt einfach mal annehme, ja, diese männliche Energie und Schattenseiten, wie auch immer, es ist so, wie es ist, die Situation, und dann ist irgendetwas ganz Tolles passiert, war großartig, glückliche Fügungen. Also, was ich glaube, was ich mir vorstellen kann, ist bei euch auch tatsächlich im Juli, sie haben mir noch was gezeigt gehabt. Massagen, also massieren lassen und schwimmen. Weibliche Energien, also ich nenne das immer so, diese alles, was mit Wellness zu tun hat, mit Weichheit zu tun hat, nicht laufen. Joggen ist viel zu stark, ja, das ist schon wieder dieses männliche Machen, Machen, Tun. Wasser ist jetzt ganz gut, auch diese weichen Bewegungen. Das wird euch gut zugute kommen, okay? Das wird für den einen oder anderen eine gute Geschichte sein. Warum? Warum Fügung? Warum ist das so? Die Warums können natürlich jetzt auch kommen. Also, Skorpis. Ihr seid auch manchmal sehr schwer zu durchschauen, ne? Ich mag euch echt gerne, aber es ist immer schwierig. Und das ist das, was ich auch eigentlich gemerkt habe. Ihr lasst Emotionen mehr zu und dadurch werdet ihr zwar, oder wir alle, ein bisschen verletzlicher. Aber es war so eine schöne Energie, Skorpis. Wirklich so schön. Männliche, weibliche Energie, Ausgewogenheit. Ja. Also, Grundthema von meinen Skorpis, Spirit, liebe geistige Welt, liebe Erzengel. Für meine Skorpis im Juli, bitte, Juli, ihr Grundthema, was geheilt werden will. Die Macht der Fantasie, Karte Nummer 1, die Kunst des Geschehenlassens. Anderen die Initiative überlassen. Okay? Genau darum ging es aber auch. Wirklich geschehen lassen, es ist so, wie es ist. Ich setze mich dahin, nehme wirklich mal meine ganzen Energien überall raus und arbeite mit meinem höheren Ich. Das war so eine schöne Energie. Ich bin da echt ein bisschen länger drin geblieben, weil sie mir gut gefallen hat, was in euch drinnen raus wollte. Super schönes Licht. Okay, dann wissen wir, das wird ein Thema sein im Juli. Visualisierungen auch, kreatives Denken, ja, visualisieren an sich. Aha, Zwischenwelt, genau das Harte, diese Kiefer, ne, dieses angespannte Kiefer und dann wirklich gewartet, aber was passiert dann danach, darunter, das Bunte, das Schöne, dieses wunderschöne Licht. Egal, wo ihr gerade drin steckt, liebe Skorpis, egal, was das gerade ist, im Juli wirst du einiges, die glücklichen Fügungen nicht vergessen vorhin, einiges von deinen glücklichen Fügungen auch sehen, von deiner neuen Welt, wohin du willst, in der Gefühlsebene und auch im Außen.
Aber nicht, wenn du dich darauf die ganze Zeit fokussierst. Denk an diese glücklichen Fügungskarte, okay? Die kam nicht umsonst gerade auf der Rückseite. Und der schöne Schein. Und auch für euch, das ist unglaublich bei euch, Wasserzeichen. Ihr kriegt alle ganz präsent diesen Neumond. Der ist bei euch gerade so, also der wird bei euch einiges auslösen, keine Frage. Ganz, ganz viel. Und dahin geht die Reise. Und schaut mal, schöner Schein. Der Versuch, etwas zu sein, was man nicht ist. Ne? Diese Krusten, die fallen wollen, die ich ganz stark bei euch gespürt habe. Ich meine, ich habe nicht umsonst gesagt, dass ihr manchmal schwer zu durchschauen seid. Und das fällt dem anderen auch schwierig, weil man kann euch dann nicht wirklich sehen. Und ich glaube, dass da einige von euch daran arbeiten, jetzt einfach auch Emotionen gerne zu, also einfach auch ein bisschen verletzlich zu sein. So kommt man in seine Kraft, auch wenn das total paradox klingt. Okay? Die Notwendigkeit, unter dieser Oberfläche einfach zu sehen. Sowohl bei euch, ich denke, das wird bei einigen passieren. Vielleicht seid ihr mittendrin, bei einigen könnte es in ein paar Wochen einfach kommen, ja. Der Spirit, weil Spirit ist dahinter. Sie möchten euch ganz genau zeigen, wo lebst du wirklich eine Illusion? Ja, mit dir und mit anderen. Glaubenssätze, Glaubensmuster, Familienthemen, Beziehungen, das ist gerade, was passiert. In den nächsten kommenden Monaten ist Neptun und Fisch und Krebs, also es ist alles gerade genau diese Geschichte. Und ihr könnt es natürlich ganz stark auch spüren. Ne? Und man sagt dir auch, bitte im Juli, und wir haben dann auch den Neumond, das ist super, gebrauche deine Fantasie auch dafür. Ne? Visualisieren. Ihr könnt das gut. Ihr macht das bloß alle viel zu wenig. Gerade meine Wasserzeichen. Ein bisschen mehr damit arbeiten. Also, es kann sein, dass wirklich im Juli einiges dir klar wird, wo der schöne Schein ist. Bei Personen, bei dir, bei Glaubenssätzen, wie auch immer. Wundert mich nicht. Lass uns mal schauen, welche Challenge ihr habt, okay? Welche Challenge könnte kommen? Ich meine, das ist so das Grundthema an sich, dass du für dich immer mehr entdecken wirst. Das ist Fake. Ich meine, es ist genau im Kollektiv diese Geschichte. Aber für euch sehr präsent, höre ich gerade. Sehr präsent. Vergebung und Heiligkeit. Ja, schaut euch das an. Hier stehst du. Ich rede über die Challenge im Juli. Und das bist eigentlich du, dein höheres Ich. Das sind diejenigen, die hier mit der Macht der Fantasie arbeiten. Das ist dein höheres Ich. Damit könntest du arbeiten. Ist aber die Challenge. Anscheinend willst du da nicht in deine eigene Kraft kommen. Opferrolle, nicht sehen wollen. Okay? Und einigen dürfen sehr, sehr gerne im Juli sich vergeben. Sich selber vergeben. Für was sie gesagt haben, getan haben. Ihr wusstet es nicht besser. Ihr wusstet es damals nicht besser. Jetzt habt ihr daraus gelernt. Lernt daraus und geht gestärkt daraus. Könnte eine große Challenge sein, sich selber zu vergeben. Vielleicht, weil man etwas nicht gesehen hat. Oder etwas nicht ausgedrückt hat. Was auch immer es ist. Möchte gerne kommen im Juli, okay? Möchte gerne mit dir arbeiten. Das ist deine Challenge. Ich weiß, man will das nicht immer hören, aber ich meine, wir sind hier alle da, um in die Freude zu gehen und da müssen wir uns einfach ein paar Sachen, Hindernisse und Steine anschauen. Okay? Haben wir alle jetzt gerade. Also, speziell für euch, Scorpis. Jetzt Richtung Spiegel laufen, sich einen Kuss geben und sagen, ich habe dich trotz allem lieb. Ihr habt keine Ahnung, was das bewirkt, auch wenn es total albern klingt. Wenn man das mal macht, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn ihr das nur zuhört und die Augen verdreht, ja, kann ich jetzt auch nicht helfen. Ne? So, Rille. Lasst uns schauen in puncto Liebe, speziell für diejenigen, die es am meisten brauchen. Challenge. Ich will nur die Challenge wissen. Welche Challenge könntest du im Juli haben? Das wird nicht für alle sein. Das ist die Grundenergie generell, okay? Meine Scorpis, bitte.
Festhalten hatten wir bei den Fischlis auch. Ah nee, das war Bedürftigkeit, Entschuldigung. Ist eine ähnliche Karte. Also deine Challenge könnte sehr gut im Liebesleben, falls du da gerade stockst, sein, dass du festhältst. Spirit wird dir das zeigen. Der ist dahinter und beleuchtet es. Dein schöner Schein. Ja? Festhalten. Für was entscheidest du dich? Miteinander Spaß haben oder klammern? Klingt fies, ich weiß, aber ihr wisst, wie ich es meine, okay? Manchmal, wenn man loslässt, können beide energetisch sich frei fühlen und dann klar denken und dann kann man vielleicht auch tatsächlich miteinander etwas Neues kreieren oder man merkt, okay, das war tatsächlich das, eigentlich verdiene ich aber das. Und das funktioniert nicht. Und das könnte ein schöner Schein sein, den du gerade nicht so sehen willst. Okay? Und da ist deine Intuition eigentlich dahinter. Und hier vergeben, weil du vielleicht dich zu sehr auch in der Opferrolle siehst oder denkst, dass du etwas falsch gemacht hast. Nein, es sind immer zwei. Wenn es nicht funktioniert, dann soll es nicht sein, einfach. Oder man hat noch Themen, die man getrennt erstmal lernen darf, damit man wieder geheilt zusammenkommen kann. Ja? Also, deine Challenge ist festhalten oder wirklich frei sein, Spaß haben, das Leben genießen. Vor allem miteinander. Ja? Das ist auch ein bisschen so meine Kontrollkarte, okay? Kontrollieren oder einfach geschehen lassen. Männliche Energie, weibliche Energie. Ja. Challenge. Rat bitte für die Reisegruppe an den Skorpis, für die Skorpis hier, die hier in dieser Geschichte stecken mit dem kleinen Liebeschaos. Danke. Schatz, achte auf die Warnsignale und die hast du schon. Ganz klare Gruppe jetzt hier gerade. Achte auf die Warnsignale. Guck sie dir an, sie ist ja schon mit diesem Bienennetz, ja? Und anstatt, ja, ich muss nichts sagen, höre ich gerade. Der schöne Schein, achte auf die Warnsignale. Ganz, ganz wichtig hier. Botschaften umsonst. Herzlich willkommen. Irgendwas ist hier. Also, achte bitte auf die Warnsignale. Warum? Das ist dein höheres Ich und die geistige Welt, die dir New Light es zeigen werden. Okay? Meine Lieben, lasst uns jetzt mal kurz schauen für alle jetzt insgesamt. Spirit, bitte für alle, die in der Zwischenwelt stecken, die sehr, sehr gerne Neumond sich zu eigen machen dürfen, um zu visualisieren, auch um kreatives Denken. Diese Karte, hier geht es eigentlich nicht nur über kreatives Denken, aber auch um Illusionen. Ja, das steht im Buch. Also insofern, ja, hier wird einiges, hier möchte einiges gerne gesehen werden, damit du wirklich in deine Wahrheit gehen kannst, okay? Und tief im Herzen weißt du das auch, wenn ich dich jetzt angesprochen habe, dann weißt du, dass du es bist. Schaut euch das an, das ist schon echt Arsch auf einmal, visualisiere Erfolg. Und zwar Erfolg, dass du glücklich bist. Vielleicht nicht mit dem falschen Schein. Vielleicht ist das, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Das ist jetzt kein persönliches Reading, aber visualisiere Erfolg heißt, ich möchte, dass es mir gut geht, dass ich geliebt werde, wenn es eine andere Situation ist, Beruf, dass ich im Beruf gesehen und anerkannt werde, wie auch immer. Okay, ganz, ganz wichtig. Ihr seid gute Manifestierer. Ey, wie gesagt, ich kriege nicht den Neumond alleine umsonst hier bei euch. Okay? Sieh dich selbst, wie du in dieser Situation erfolgreich bist und vertraue auf ein positives Ergebnis. Nicht dieses eine Ergebnis, sondern auf ein positives Ergebnis. Dann lässt du Spirit nämlich und deinem höheren Ich auch die Möglichkeit mitzuspielen, anstatt selber
da festzuhalten. Ne? Ihr wisst, was ich vorhin gesagt habe. Visualisiere Erfolg. Ich merke schon, das ist ganz viel Liebesreading im Moment. Na gut. Irgendetwas noch bitte für meine Scorpies. Das ist jetzt wirklich für diejenigen, die es am meisten brauchen. Und es kann sein, dass das erst in ein paar Wochen, Monaten kommt. Okay? Das ist keine Geschichte. In 4 Wochen ist dieses Reading vorbei. Okay? Meine Readings an sich gelten immer für das nächste, für die nächsten Monate eigentlich. Ja? Ich mache das nur einmal im Monat, weil ich weiß, dass ihr das gerne anschauen wollt. Aber von Spirit und meiner Seite sind meine Readings wirklich das nächste halbe Jahr eigentlich. Familienkultur, also irgendwas ist mit Familienkultur bei euch. Wundert mich nicht, wir haben gerade Krebsenergien bis Ende des Jahres auch. Informiere dich über deine Familie und ihre Geschichte. Könnte gut möglich sein, dass du auch für dich rausfindest, irgendwelche Glaubensmuster. Warum bin ich so bedürftig? Warum halte ich so fest? Warum will ich das unbedingt? Warum habe ich Angst vor warum habe ich Verlustängste? Wie auch immer, dass du deine Mutter dir anschaust oder deine Tante, deine Onkel, dass es dich einfach interessiert, weil das natürlich ein Stück von dir ist. Und dann erfährst du dich natürlich um einiges mehr. Ja, verstehst Verhaltensmuster. Und die kannst du dann auch auflösen. Dann bist du natürlich freier, weil wir kriegen auch viele Lasten mit, natürlich von unseren Ahnen. Ne? Und es könnte gut möglich sein, dass es dem einen oder anderen hier hilft, auch ein bisschen besser zu verstehen, sich selber besser zu verstehen, wenn man Eltern, Urgroßeltern ein bisschen genauer anschaut. Okay? Alles klar, meine Lieben. Scorpies. Oh, ich wusste, eine Karte, auch wenn ich bei euch jetzt überziehe, musste ich noch ziehen, weil eine wichtige Botschaft noch für euch da war und ich freue mich sehr, dass es die Trostkarte ist. Also ich merke, das werden vielleicht nur ein paar sein, ja, aber für euch war das wichtig, dass ich das mache. Erzengel Azrael, ich bin bei dir in deiner Zeit der Not und helfe dir, dein Herz zu heilen. Meine Lieben, wenn ihr euch das bis zum Schluss angeschaut habt und ihr euch hier total drinnen findet, dann lege ich euch wirklich ans Herz, Erzengel Azrael auf YouTube einfach am besten gleich, damit ihr diese Energie noch drinnen habt, zu suchen und euch Meditationen vielleicht auf YouTube runterladen zu lassen oder einfach schöne Musik, Klaviermusik, was auch immer, spielen lassen und 2-3 Minuten Erzengel Azrael bitten, dass sie dir hilft, einfach dein Herz zu heilen. Augen zumachen und auch wenn du neu in Meditationen bist, es 1-2 Mal probieren. Mir wird ganz warm, während ich das sage und da wird viel Heilung auch passieren. Es ist deine Wahl. Du entscheidest, ob du jetzt weiter in dem Denken so bist oder durch diese Geschichte einfach für dich deine Leichtigkeit wieder haben möchtest, dir selber vergibst und natürlich mit deinem höheren Ich arbeiten möchtest. Na? Ob du wieder Spaß haben willst. Oder ob du weiterhin nicht auf die Warnsignale hörst und weiterhin festhältst. Familienkultur könnte dir gut helfen. Du bist powerful, das wollen sie dir sagen. Ey, benutze deinen Geist bitte. Du steckst in der Zwischenwelt, aber du bist mit einem Fuß schon da und das spürst du auch. Und da war der schöne Schein in bestimmten Sachen. Aber du kriegst Erzengel Azrael als Trost und ist da. Dahin geht die Reise. Okay? Ein bisschen länger für euch, aber schreib mir kurz, falls du in Resonanz gegangen bist, weil ich merke hier, dass es echt heftig war. 20 Minuten mache ich nie so ein Reading. Okay? Namaste. Bis bald, Scorpies. Tschüss.